Vor etwas mehr als 10 Jahren in einem Café am Ubierring in Köln. Schüler und Lehrer der Kölner Werkschulen kommen aus dem Nebenhause, essen, trinken, plaudern hier. Einer von ihnen, Anton Wolf, hatte damals den Auftrag, die 3 Buchstaben WDR zu einem ansehnlichen Schriftsignier zu kombinieren. Das war einige Monate vor dem 1. Januar 1956. Vorbereitung eines Ereignisses, das sich in Musik und Rede von Intendant Hans Hartmann dann so anhörte. Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk. In allen guten Stunden, so beginnt ein Lied von Beethoven, dem wir das Pausenzeichen des Westdeutschen Rundfunks, das Sie soeben hörten, entlehnt haben. Wie aber der Freund sich in der Not bewährt, so möchte der Westdeutsche Rundfunk auch in weniger guten Stunden Ihnen zur Seite sein. Mit dem Zuspruch, den das Erhabene und Schöne, die Kraft des Gedankens und die Macht der Kunst trösten zu spenden wissen. Worte von Goethe, Musik von Beethoven. In einem Backsteinbau an der Dagobertstraße, heute ist dort die Musikhochschule, hatte bald nach dem Kriege der NWDR Köln seine Arbeit aufgenommen. Doch forderte im August 1950 Ministerpräsident Karl Arnold für das damals schon größte Bundesland einen eigenen Sender, den Westdeutschen Rundfunk. Im Mai 1954 nahm der Landtag in Düsseldorf das Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk an. Die entscheidende Phase der Abstimmung in einer alten Tonaufzeichnung. Ich bitte die Damen und Herren, die diesem Gesetz in dritter Lesung ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. Das Haus hat mit Mehrheit das Gesetz 1602 über die Errichtung des Westdeutschen Rundfunk Köln angenommen. Im Mai 1955 wurde Hans Hartmann, schon lange Chef des NWDR Köln, zum Intendanten gewählt und zur nächsten Jahreswende erklang: Das damals neue Funkhaus, das wir heute recht liebevoll Mutterhaus nennen, war schon einige Jahre alt. Inzwischen hat Klaus von Bismarck Hans Hartmann auf dem Intendantenstuhle abgelöst und trotz der vielen Fenster und Räume ist das Haus längst zu klein geworden. Vervielfachte Aufgaben, zu wenig Mittel und Helfer. Darauf stoßen wir immer wieder. Klaus von Bismarck. Dieser Rückblick lässt mich zunächst natürlich in Dankbarkeit und Wertschätzung an diejenigen Männer, zunächst an meinen Vorgänger, Herrn Hartmann, denken, die in den ersten 5 Jahren den Westdeutschen Rundfunk nach seiner Wiederbegründung in Köln aufgebaut haben. Aber wenn ich jetzt überlege, was war eigentlich in diesen ersten 5 Jahren? Das Erste, was ich herausheben möchte, ist, dass der Aufbau des Fernsehens beim Westdeutschen Rundfunk ja eigentlich erst in diesen 5 Jahren vonstatten gegangen ist. Dass 25% des gesamten ARD-Programms von Köln aus bewältigt werden mussten. Das sind zum Beispiel 35 Fernsehspiele im Jahr, das sind 90 Unterhaltungssendungen pro Jahr, das sind 90 volle Familienprogramme am Nachmittag pro Jahr. Sie werden sich erinnern, dass auch erst in dieser Zeit dann die politischen Magazinsendungen auch vom WDR aufgebaut sind. Also zunächst Report, das war die Magazinsendung, die wir gemeinsam mit Stuttgart und München betrieben haben. Später haben wir dann mit Monitor begonnen, seit Mai 65, wie einige von Ihnen sich erinnern werden. Und seitdem produzieren wir 26 Magazinsendungen im Jahr. Nur der Fachmann und der Eingeweihte kann verstehen, was das an Arbeit und Einsatz bedeutet. Beim Rückblick muss ich zunächst auch an die Schwierigkeiten denken. Denn der Westdeutsche Rundfunk hatte ja, als dieses Fernsehprogramm begann, keine Studios. Es war zwar bereits der Bau an der Rechtsschule, war schon geplant, aber er stand noch nicht. Er ist erst 65 fertig geworden. Und das bedeutete, dass wir in dieser ganzen Zeit mit ziemlich mühsam, mit Provisorien arbeiten mussten. Mit dem Apollo-Theater in Düsseldorf für die Unterhaltungssendungen, mit einem Behelfsstudio in Rathheumar am Stadtrand, mit der Anmietung der Rot-Weiß-Halle, um behelfsmäßig zu produzieren.
Im Lande selbst hat der WDR eine Reihe Außenposten aufgebaut, die für ihren Einzugsbereich freilich zentrale, sammelnde Stationen sind. Diese, wie die sogenannten Gremien, Rundfunkrat, Verwaltungsrat, Programmbeirat, deren Vorsitzende Seeling, Duffus, Fellerer Sie hier sehen, sorgen gleichermaßen für Hörfunk und Fernsehen. Sie brauchen diese Zahlen nicht genauer ins Auge zu fassen, sie sollen nur andeuten, in welchen Größenordnungen hier gerechnet werden muss. Klaus von Bismarck nun weiter zum Verhältnis von Hörfunk und Fernsehen. Was bedeutet jetzt für das erste und zweite Programm die Konkurrenz für das Fernsehen? Was bedeutet die Besinnung auf die Möglichkeiten und Aufgaben? Sicher bedeutet es, dass der Hörfunk seine Hauptwirkungszeit dann hat, wenn das Fernsehen nicht da ist. Denn da zieht das Fernsehen die Hörer ab. Also der Morgen, der Mittag, der Nachmittag, das sind die Zeiten, die in ganz anderer Weise vom Hörfunk wichtig genommen werden müssen. Und so war es nur konsequent, dass wir zum Beispiel das Mittagsmagazin in den letzten Jahren entwickelt haben, das sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass ganz schnell geschaltet wird, sodass der Nachrichtenvorsprung des Hörfunks vor dem Fernsehen genutzt werden kann. Ich finde nebenbei, dass auch in der humoristischen, leichten Form zusammen mit Kesser Musik hier meinen Mitarbeitern etwas eingefallen ist, auf das wir eigentlich stolz sein können. Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. Musik und Neues vom Tage. Mittagsmagazin. Und nun ein Ausblick auf die nächsten 5 Jahre WDR. Ich meine, diese 5 Jahre werden sicher bestimmt sein, auch von der weiteren Entwicklung des dritten Fernsehprogramms. Seinen Ansätzen, Versuchen, Bestrebungen, qualifizierte Minderheiten zu erreichen, die Landespolitik griffig zu machen, für Forschung und Wissenschaft Sendungen zu entwickeln, die jedenfalls bei dem nachdenkfreudigen Teil unserer Konsumenten ankommen werden. Sicher werden die nächsten 5 Jahre auch bestimmt sein von der Entwicklung des Farbfernsehens. Wir werden mit einer begrenzten Zeit, zweites Programm und erstes 8 Stunden zunächst mal in der Woche gemeinsam, im Herbst 67 gelegentlich der Funkausstellung beginnen. Und das bedeutet eine Fülle von Anstrengungen. Es bedeutet auch die Anstrengung, dass nun nicht jede einzelne Anstalt die notwendigen Investitionen nochmal gesondert trifft, sondern dass man in diesem Bereich vernünftig zusammenarbeitet. Ja, und schließlich, wenn ich nun an die Situation, nicht zuletzt an die geografische Situation und die Gebäudesituation des WDR denke, diese schnelle Entwicklung in den letzten 5 Jahren hat uns ja, was die Unterbringung angeht, in eine schreckliche Kleckereisituation gebracht. Ich muss das hier mal auf der Karte zeigen. Also hier ist die Karte, hier ist der Rhein, hier ist der Dom, hier ist jetzt die Deutzer Brücke, hier die Severinsbrücke. Aus diesen Klecksen sehen Sie, wie hoffnungslos verkleckert das bisher mit der Unterbringung aussieht und wie viel wir in den nächsten 5 Jahren darauf unsere Aufmerksamkeit richten müssen, dieses geschlossen zusammenzufassen. So kommt es, dass Hans Fuchs, der Chef unserer Hausverwaltung, kein Haus hat. Er hat viele, viele Häuser. Man spricht von mehr als 70. Er hat sozusagen Güter, die er mit seinen Helfern begehen muss. Quer durch Köln. Viele liegen innerhalb der alten Römermauer, einige noch innerhalb der mittelalterlichen Mauer. Vor allem für die Stockwerke über Kaufhäusern haben wir ein Faible. Wer durch Köln geht, findet unversehens ein gusseisernes, ein Messing, ein Kunststoffschild mit präzisem Hinweis auf Einrichtungen des Westdeutschen Rundfunks. Und in den meisten dieser Besitzungen oder Anmietungen muss ein Pförtner sein. Und jeder Aufzug hat seine eigene Technik. Auf der grünen Wiese entstehen vor allem für das Fernsehen neue Komplexe, aber das Zentrum wird nun mal immer mitten in Köln sein. Vom Südturm des Domes aus mehr als 100 Meter Höhe sieht das so aus.
Die Bebauung wird über die Nord-Süd-Fahrt hin, dorthin, wo jetzt die Parkplätze sind, ausgedehnt. Am Modell rechts eben noch das Mutterhaus, dann teils vorhandene Bauten und hier die geplante Überbauung der Nord-Süd-Straße mit Fortsetzungen. Wenn wir uns zum Jahresausklang etwas wünschen dürfen, hoffentlich werden diese Häuser recht bald gebaut.